Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und unseren drei Kindern. Warum ich das hier so krass sage und erwähne? Vielleicht, weil es sehr, sehr selten ist, dass wir wirklich so wenig Kinder haben. Also es ist Ewigkeiten her, wirklich. Deswegen ist das hier super crazy für mich. In diesem Part bekommen wir neue Kinder. Wow, danke, dass das kaputt gegangen ist, auf jeden Fall. Und andere Kinder gehen auf jeden Fall auch gleich zur Schule. Da könnte es natürlich dann auch gut passieren, dass sie älter werden könnten. Und wenn wir Kinder kriegen, dann können wir auf jeden Fall direkt wieder schwanger werden. Denn wir haben auf jeden Fall den Platz dafür, ne? Und wahrscheinlich erreichen wir die 90-Kinder-Marke. Und dann ist es halt wirklich Endspurt vom Endspurt. Und es ist einfach nur crazy. Melody sucht erstmal soziale Kontakte anscheinend, indem sie in Foren provoziert. Wer kennt es nicht? Das macht doch jede Mutter so. Hallo? Melody natürlich wieder beschäftigt mit ihrem Lieblingshobby. Wie Stan. Post ist schon wieder da. Na supi. Das heißt, unsere täglichen Einnahmen. Also ich weiß nicht, wie man an gutes Geld kommt. Einfach 100 Kinder kriegen. Das ist es also, was ich falsch mache in meinem Leben. Ich muss einfach Millionen Kinder kriegen, dann werde ich auch reich. Das funktioniert doch so, oder? Hallo, es ist 15 Uhr. Die Kinder müssen nach Hause kommen. Was ist hier los? Okay, Barry ist tatsächlich nicht. Die sind alle nicht. Warum nicht? Meine Herren. Warum habt ihr das denn nicht geschafft? Das hätten die eigentlich schaffen müssen. Jetzt haben die das alle ganz knapp nicht geschafft. Mein Gott. Dann aber morgen. So, ihr arbeitet jetzt auf jeden Fall in euren Fähigkeiten, damit ihr auf jeden Fall morgen hier, dass das hier klappt, ne? Also, ich finde das hier nicht in Ordnung. Vor allem, ich habe so gar keinen Grund, wieso ich den Stress machen sollte. Weil wir eh super viel Platz im Haushalt haben. Aber egal. Oh, da ist es ja endlich soweit. Jawollo. Überall ist alles kaputt hier, ne? Egal. Wir gehen jetzt erstmal ein Kind bekommen. Gut, sie setzt sich erstmal hier an den PC. Man kennt's. Ich gehe auch immer ins Krankenhaus und gehe erstmal an den PC. Also, ich habe auch keine anderen Hobbys. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, ja, da gönne ich mir immer erstmal den PC, weil ich gar keine anderen Beschwerden habe auch. Und da geht's auch schon los. Es ist ein Junge. Also langsam gehen mir echt die Namen ein bisschen aus, ne? Also, ich weiß halt auch teilweise gar nicht, wie ich meine Kinder genannt habe. Ich will ja auch nicht, dass sich was doppelt. Marlon. Los. Noch ein Mädchen. Cindy. Und noch ein Mädchen. Juli. Ich weiß nicht, die Namen passen gar nicht zusammen. Aber egal. Ich kann ja einen neuen Mann verführen. Und sobald Barry ausgezogen ist, können wir direkt ein Kind zeugen. Das wäre doch eine Idee. Okay, es ist mitten in der Nacht und keiner ist müde. Es ist schon wieder so wild. Können die aufhören, alle gleichzeitig zu heulen, Alter? Ihr habt mir ja gar nichts zu sagen. Am liebsten würde ich ja die Challenge schaffen, bevor wir Infants bekommen. Aber ich glaube, das wird ein bisschen knappig. Was schwierig ist, weil ich glaube, mit Infants wird das nochmal ganz wild. Vor allem, ja, aber denkt, vielleicht haben die ja nochmal eigene Skills oder so. Oder wann lässt man die altern und keine Ahnung. Und das ist halt so ein bisschen, es wird auf jeden Fall ein bisschen Tempo rausnehmen aus dem Ganzen hier. So, und euch muss es halbwegs gut gehen, damit ihr schön gute Noten bekommt, ihr süßen Mäuse. Drillinge sind so nervig, mein Gott. Und Melody geht jetzt zum Wunschbrunnen und wünscht sich ein bisschen Romantik. Mal gucken, was wir daraus so ziehen werden. Vielleicht hilft uns das ja ein bisschen. Ist auf jeden Fall grün. Das ist schon mal schön. Da kommt ganz viel Liebe aus dem Brunnen. Der Wunschbrunnen hat den ultimativen Anmachspruch im Unterbewusstsein für Melody verankert. Wir werden ihn klug auf den Sinn ihres Begehrens, denn nachdem die Worte ausgesprochen wurden, werden sie aus dem Gedächtnis von Melody gelöscht. Morgen ist Erntefest. Hier ist ein Typ. Sehr schön. Oh. Er ist weg. Oh. Schade. Ich habe einen Mann gefunden. Hallo. Sie findet ihn direkt geil. Mega. Ultimativen Anmachspruch verwenden. Na komm. So, das wird jetzt, oh, sehr gut funktionieren tatsächlich. Dann knutsch ihn mal. Sie hat irgendwie, ihre Brüste werden auch immer größer, oder? Also, das ist ja, also, waren die jemals so riesig außerhalb einer Schwangerschaft? Meine Güte. Diese Frau. Die Kinder draußen heulen einfach nur. Und ich bin hier mit irgendeinem Typ, man kennt. Barry ist Einzelschülerin. Henry und Aster auch. Yay! Sie kann ja mal kurz alle füttern. Wir haben keinen Kuchen mehr. Warum? Dann muss Mutti mal doch kurz nach Hause kommen. Aber ich danke dir, Barry. Das machst du toll mit den Kindern. Du würdest auch eine gute Mutti abgeben. Imagine, jedes ihrer Kinder würde auch nochmal 100 Kinder kriegen.
Das wäre doch wild, oder? So, jetzt bist du aber entlassen, meine Liebe. Happy Birthday to you! You deserve it! Yay, Mutti zündet sogar Kanone. Super. Ja, vielleicht sollte Mutti sich lieber um die Kinder kümmern. Naja, sie ist tanzwütig und möchte Meisterin des Unfugs werden. Tschüss, Barry. Henry, du bist dran. Happy Birthday to you. So, und er ist laktoseintolerant und möchte Meisterfabrikant werden. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Astor. Happy Birthday to you. Und er ist selbstsüchtig und möchte Anglerass werden. Ich style die aber erst um, wenn die Babys älter sind, also morgen. Das passt einfach besser. So, dann können wir Kado einladen. Und dann haben wir bitte ein Techtelmechtel mit Kado. Im Blätterhaufen, weil wir das, glaube ich, noch nicht hatten. Yay. Ich habe das ewig nicht gesehen im Busch, ey. Wie witzig ist einfach dieses Bild. Okay, jetzt zeig mir aber, bist du auch schwanger? Let's go! Endlich funktioniert es wieder. Es ist wieder soweit, Leute. Melody is back in business. Ich glaube, Melody sollte langsam mal schlafen gehen. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass das morgen Erntefest ist. Weil dann kann ich mich wenigstens hier wirklich um die Fähigkeiten und sowas kümmern. Weil ansonsten, die sind richtig dead inside, die Kinder. Ich glaube, die würden gar nichts mehr erreichen in ihrem Leben. Deko-Time! Yay! Die essen einfach den Kuchen, wo Kerzen drauf sind. Why? I hate you! So, und er kümmert sich auf jeden Fall schon mal um ein Projekt, weil ihm geht's gut. Er braucht ein bisschen Spaß in den Backen. Danach macht er aber auch ein Projekt. Und dann, ich weiß, es sind nicht genau 2 Tage, aber ich würde die dann schon mal altern, damit ich die dann alle schon mal umstylen kann. Wird schon in Ordnung sein, Leute. So, Happy Birthday to Cindy. Sie ist eine Charmeurin. Kannst du bitte das nächste Kind altern, hallo? Oh, ja, anscheinend. Happy Birthday. Sie ist albern. Wir haben aber noch ein Kind übrig, nämlich Marlon. Und Marlon, Happy Birthday to you. Und du bist auch ein Charmeur. Ab in den Cars. Nicht beste Freunde werden. Geht mal alle weg, ey. Ich habe übrigens ihm die... Kannst du mal stehen bleiben? Ich habe bei ihm die Ski in den Augen gelassen, weil es halt gerandomized wurde. Und ich dachte so, es ist unrealistisch, wenn ich das immer wegdrücke. Deswegen, ja, also es gehört halt irgendwie dazu, ne? Dass man bei 100 Kindern auch mal ein schielendes Kind dabei hat. Außerdem sieht das sehr, sehr süß und passend zu ihm aus. Also von daher, ich hoffe halt nur, dass ich es nicht vergesse, wenn er älter wird. Also, dass wir das da dann weiter beibehalten, weil sonst wäre das ein bisschen weird. Aber wir werden sehen. Ich finde es süß, wie die ganze Zeit miteinander quatschen. Oh, ich habe da was übersehen. Egal. Ich finde es auf jeden Fall süß, wie die hier die ganze Zeit miteinander quatschen, während die ihre Projekte machen.
finde Actually sehr, sehr süß. Sie hat gar keinen Bock auf ihre Geschwister. Relatable. Diese haben alle keinen Bock auf ihre Geschwister. Die so, oh mein Gott, in was für einer Familie bin ich denn hier geraten? Same. Ew, der Laubhaufen stinkt einfach komplett. Wie widerlich ist das denn? Ich meine, nach dem, was da so nachts abgegangen ist, wundert sich ehrlich gesagt nicht. Aber ist trotzdem ein bisschen ekelig. Oh. Er hat ihn weggeworfen. Na gut. 91 Kinder. Ich komme da nicht drauf klar, ey. Was wir hier schon alles durchgemacht haben, ne? Also Henry hat schon Level 3 erreicht in seiner Fähigkeit. Das ist supi. Das heißt, den Freitag könnte er potenziell in der Schule eine 1 bekommen. Jetzt fehlt natürlich noch Astor. Und dann hätten wir tatsächlich schon wieder genug Platz für eine weitere Schwangerschaft. Danach. Das ist immer sehr schön, wenn wir so ein bisschen vorbereitet sind. Ich meine, wir können dann zwar jeweils nur 2 Kinder bekommen, maximal. Aber wie gesagt, es muss ja jetzt hier nicht unbedingt mit durchrushen gehen. Dann haben wir halt mehr als 3 Schwangerschaften noch. Das sind vielleicht 4 oder 5. Aber das heißt ja nichts. An der Stelle würde ich dann aber auch den Part beenden, weil ich nehme schon wieder eine gute Weile auf. Dies, das, ne? Außerdem muss das Video morgen online kommen, also von daher ist vielleicht gut, wenn ich dann nicht allzu sehr zusammenschneiden muss. Also ich meine, ich nehme schon wieder fast 1,5 Stunden auf, aber ja, wenn es jetzt noch länger gehen würde, würde es vielleicht nicht mehr pünktlich kommen. Deswegen setze ich jetzt hier meinen Cut, ja? Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Wir sehen uns dann am nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!